Semino Rossi, ein berühmter Musikstar mit einer emotionalen Biografie und vielen Wendungen in seinem Leben. Semino wurde 1962 in Argentinien geboren und verbrachte seine Kindheit im Schatten seines Vaters, eines Tangosängers, und seiner Mutter, einer Pianistin. Der Einfluss seiner Familie prägte sich tief in seine Seele ein und ließ eine Leidenschaft für Musik entstehen. Mit starkem Geist und unerschütterlichem Willen wagte sich Semino in die Welt der Musik. Allerdings ist dieser Weg nicht glatt. Anfangs hatte er mit einem Leben in Armut zu kämpfen und war ständig mit Herausforderungen konfrontiert. Von seiner Tätigkeit als Straßenkünstler bis zur Arbeit in Hotels in vielen verschiedenen Ländern musste Semino viele Strapazen und Schwierigkeiten durchstehen, bevor er berühmt wurde. Im Jahr 2004 erlangte Semino Rossi in Deutschland große Bekanntheit und schlug ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Seitdem ist er jedoch Druck und Druck durch den Ruhm ausgesetzt. Sein Privatleben kann den Turbulenzen, Verlusten und Leiden, denen jeder Mensch ausgesetzt ist, nicht entkommen. Semino findet jedoch immer einen Weg, Schwierigkeiten zu überwinden, indem er sich auf seinen Glauben und seine Leidenschaft für die Musik verlässt, um voranzukommen. Trotz seines Erfolgs auf der Bühne musste Seminos Liebe auch Prüfungen und Wirrungen durchmachen. Die Fragmente seines ideologischen Lebens haben sicherlich tiefe Spuren in seinem Herzen hinterlassen. Die Traurigkeit, der Druck und der Verlust haben dazu geführt, dass Semino sich zeitweise hilflos und hoffnungslos fühlte. Aber in jedem dunklen Moment findet er immer Licht und Hoffnung, so dass er von da an weitermachen kann. Semino Rossi ist nicht nur Sänger, sondern auch ein Symbol für Stärke, Glauben und standhaften Willen. Mit jeder Melodie, die er vorträgt, steckt eine Geschichte über das Leben, über die Hoffnung und den Wunsch, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Das Leben von Semino Rossi besteht nicht nur aus glänzenden Erfolgen auf der Bühne, sondern auch aus einer Reise voller Traurigkeit und Schmerz. Durch die Ereignisse im Leben ist er stärker, tiefer und besser informiert über sich selbst und die Welt um ihn herum geworden. Im Laufe seiner Karriere hat Semino Rossi Höhen und Tiefen durchgemacht. Von seinen Anfängen als Straßenkünstler bis zu seinem Aufstieg zum berühmten Star war er immer mit Druck und Schwierigkeiten konfrontiert. Aber jede Herausforderung ist für ihn eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen, stärker und standhafter in seiner Leidenschaft zu werden. Nicht nur seine Karriere, auch Seminos Privatleben kann sich Traurigkeit und Herausforderungen nicht entziehen. Die Verluste in seiner Familie und die Brüche in seinen Beziehungen haben ihm großen Kummer bereitet. Semino gab jedoch nie die Hoffnung und den Glauben an das Leben auf. Er findet immer einen Weg, Schwierigkeiten zu überwinden und verlässt sich dabei auf seine Stärke und Entschlossenheit. Auch die Liebe ist ein unverzichtbarer Teil im Leben von Semino Rossi. Lieben voller Schmerz und Hoffnung haben ihn reifer und verständnisvoller für Liebe und Leid gemacht. In seinen verzweifeltsten Momenten fühlte er sich immer schwach und schlecht. Aber aus diesen Emotionen lernte er, dass Menschen nur durch die Überwindung von Schmerzen wachsen und stärker werden können. Mit jeder Melodie vermittelt Semino Rossi nicht nur tiefe Emotionen, sondern dient den Zuhörern auch als Quelle der Ermutigung und Hoffnung. Sein Leben ist eine Geschichte von Standhaftigkeit, Mut und Glauben an das Leben. Der nächste Schritt in Semino Rossis Leben ist eine Reise nicht nur über Musik, sondern auch über Wachstum und Selbsterkenntnis. Jeder Schritt, jede Melodie ist für ihn eine Gelegenheit, den wahren Sinn und Wert des Lebens zu finden. Obwohl er viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, hört Semino nie auf, zu träumen und ehrgeizig zu sein. Er sieht in jeder Dunkelheit immer einen Hoffnungsschimmer, in jeder Herausforderung eine Chance. Mit unerschütterlichem Geist und Entschlossenheit überwand er alle Schwierigkeiten und wurde jemand, den die Fans bewundern und respektieren. Liebe ist ein unverzichtbarer Teil von Semino Rossis Leben. Trotz des Schmerzes und der Verletzung hält er an seinem Glauben an Liebe und Glück fest. Diese Beziehungen haben ihn reifer und kenntnisreicher über sich selbst und andere gemacht. Mit jedem neuen Tag singt Semino Rossi weiterhin Melodien der Hoffnung und des Glaubens. Sein Leben ist eine Reise voller Entschlossenheit und Mut, eine Geschichte der Überwindung aller Schwierigkeiten, um wahren Sinn und Glück zu finden.
und trotz der Traurigkeit und des Schmerzes Fashion and so on. Let me just go over the text quickly. Die Ex-Flügel, Jäger, not Kämpfer. So according to the terminology, this is not correct. And last but not least, Luke Skywalker goes to the Jedi Master Yoda to learn more about the Force. And the Force has been translated with indeed Macht, which is correct. By the way, this online editor even has full preview capabilities, so you can put the word-based preview side by side, but in this case I have to collapse the lookup panel because it's taking too much space, so depending on whether you have an iPad Pro with the full range of inches, so 13 inches, you have enough real estate on the screen to display the preview. If not, of course, you need to disable the preview. But we have preview capabilities here for PowerPoint, Excel, XML, HTML, etc. So once I have finished my translation, I just need to confirm the last segment. So there's a confirmation icon here. I complete the job. I say complete task. And I'm now leaving the online editor section to go to my projects view once again. So here there's the Expolingua test project, which I'm going to click because the finalization is going to be done by the machine itself. Yeah. What does finalization mean? In Studio, it's dispatch task finalized that updates the translation memory and that generates the final text to deliver to the client. So this is automated as well. I'm now a bit impatient because the bar is not moving. If you want to get more information, more detailed information, then you go to the task history, which is a sort of log. And here I can see the steps that were performed. So yeah, I can trace that I, Zia Chama, I finished the translation on November, about, 2 minutes ago. So you have a complete trace record, which is good for accountability. And now the system is currently, as you can see here, updating the translation memory. And if I refresh, I can see the target file generation has also been completed. Okay. And this means that when I go to the file menu or files menu, I see the translated file and I can see the original English file. And if I want to deliver the translation, I have, of course, to download it. You see the download link here. And by the way, in the background, I heard an email chime. So the system has alerted me that the file is ready for download. Because as I said, in real life, you will not be staring at the screen the entire day. Oh, is the file finalized? No, you will be notified. The downloadable files.